Der Bierkönig vergrößert sich, es gibt einen neuen Riesenbiergarten und was bitte ist ein Schnitzelparadies? Das sind Fragen, die wir heute mit euch klären wollen. Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann 6, ich liebe die Ofen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Herzlich willkommen, lieber Ingo. Hallo Stefan. Wir wollen mal, bevor wir auf diese ganzen spannenden Fragen kommen, mal so ein bisschen mit unseren Hörern in Kontakt treten, die uns zum Teil geschrieben haben über WhatsApp 01511 685 1138, stecken wir auch wieder in die Shownotes, diese Nummer. Wir haben Post bekommen und da sind nette Sachen bei. Zum Beispiel schreibt uns Volker, der ein begeisterter Zuhörer des 17. Bundeslandes ist, angeblich seit der ersten Stunde. Und er ist mit seiner Gruppe, den Meistern 97, tatsächlich schon seit 1998 Stammgäste in der Schinkenstraße. Er hat jetzt Fragen konkret an dich, Ingo. Bist du eigentlich bei deinen Ermittlungen zu Dieter aus dem Fall Meisel weitergekommen? Und gibt es noch eine Fortsetzung der Fernsehserie? Ich habe die Nummer von Dieter und ich weiß, wo Dieter sich auch regelmäßig aufhält. Allerdings gibt es momentan keine Filmbudgets, um die Dokumentation Mord am Ballermann weiterzudrehen. Und von daher habe ich diesen Kontakt noch nicht versucht zu erreichen. Aber es ist tief in meinem Hinterkopf und vielleicht treffe ich mich ja mit Dieter auf ein Bierchen, um ihn dann zu fragen, sag mal, hast du eigentlich Manfred Meisel umgebracht damals? Also das sind so die Schwierigkeiten, ne? Es gibt eigentlich niemanden, der wirklich möchte, dass ich mit Dieter rede, weil es momentan auch niemanden gibt, der an der Aufklärung des Falls, sagen wir, interessiert ist und das auch finanzieren würde. Aber vielleicht hat ja Hörer Volker ein Interesse. Volker, vielen Dank auf jeden Fall für die Frage. Und wenn du ein Filmbudget über hast, melde dich, du weißt ja wo. Anderer Stammhörer von uns, Fabian Kohlschen, den kenne ich aus Ostholstein, der ist Gastronom und hat als solcher auch mal auf Mallorca unter sehr harten Bedingungen gearbeitet. Und neben allem, er ist immer noch Gastronom, mittlerweile wieder in Deutschland, hat er jetzt auch noch einen Partyhit aufgenommen. Genauso übrigens wie Hörer Paul, der ein Lied über Thomas Müller aufgenommen hat. Ich muss sagen, nach allem, was wir mit Party jetzt schon in diesem in dieser Saison gemacht haben, ich finde, das klingt auch immer etwas bedrohlich, wenn jemand uns Party jetzt schicken will. Aber ich würde vorschlagen, Ingo, wir sammeln solche Einsendungen mal zur nächsten Ausgabe, bieten also so ein kleines New Talents Forum hier beim 17. Bundesland. Ja? Und das machen wir dann aber bitte in den Outtakes, okay? Na, mal gucken. Es kommt, finde ich, auf die Einsendung an. Von Paul, da ist schon was da. Wer ansonsten das hier hört und musikalische Ambitionen hat, auf Mallorca zu reüssieren, gerne Post an uns über podcast@bild.de oder eben über unsere WhatsApp-Nummer. Genauso über WhatsApp hat uns Hörerin Julia geschrieben, dass ihrer Wahrnehmung nach bei Ryanair das Handgepäck derzeit wieder sehr streng auf Gewicht und Größe kontrolliert wird. Ingo, auch dazu können wir ja mal sagen, Reisefragen jetzt, je weiter die Saison vorangeht, gerne auch an uns. Wir können die dann auch in einer der nächsten Ausgaben mal zusammen geballt beantworten. Ihr könnt auch gerne mal Audios schicken, die Frage also quasi als Sprachnotiz schicken. Da freuen wir uns jedes Mal über Post. Ich kann dazu vielleicht ganz kurz was sagen. Also ich bin in letzter Zeit selten Ryanair geflogen, aber auch Eurowings handhabt das sehr streng. Also mein Rucksack entspricht nicht den Maßen, die vorgeschrieben sind, sondern ist etwas größer und den verstecke ich immer so hinterm Rucksack, wenn ich da durch den Check-in gehe. Aber Leute, die zwei Gepäckstücke dabei haben, aber nur eins gebucht haben, die werden da in der Tat zur Kasse gebeten, also kurz vorm Einstieg in den Flieger, und das kostet dann auch um die 60 Euro, ist also tatsächlich schmerzlich, wenn man versucht, sagen wir mal, mehr ins Flugzeug hineinzubekommen, als man ursprünglich gebucht hat. Also lieber alles vorher checken, sonst hat man Stress. Ich kenne das selber. Und wenn man dann da in diesen Flughallen selber in den letzten Momenten noch irgendwas umpackt, das ist schrecklich. Ingo, bevor wir jetzt zu größeren Neuigkeiten aus der Party- und Gastro-Szene der Insel kommen, hast du auch Kleinigkeiten, Beobachtungen aus deiner Umgebung, hast du mir gesagt. Ja, also seit dem letzten Jahr befindet sich gegenüber meiner Wohnung in Santa Ponsa ein neues Restaurant. Das heißt Schnitzelparadies, Bar in Versalien. Stefan, stell dir vor, du gehst an so einem Schriftzug vorbei. Was stellst du dir da ungefähr vor? Was sind das für Betreiber? Was gibt es dort für Spezialitäten?
Ja, gut. Also man hofft natürlich dann im Wortsinne wirklich in einem Paradies des gebratenen Fleisches zu sein. Mir fällt da ganz, wir haben es auch lange nicht mehr, mir fällt ein ganz schlimmer Witz dazu ein, Ingo auch, ja. Also der Papst kommt in den Himmel, ne? Und freut sich sehr endlich, also den Herrgott zu sehen. Der begrüßt ihn auch recht herzlich und sagt, komm, hast ja eine lange Anreise hinter dir, wir essen erstmal ein Schnitzelbrötchen. Ja, und freut sich der Papst auch sehr. Und zum Frühstück gibt es tatsächlich nochmal Schnitzelbrötchen. Und mittags gibt es nochmal kaltes Schnitzelbrötchen. Und irgendwann traut sich der Papst zu fragen, Herrgott, es gibt wirklich wichtigere Dinge zu besprechen. Ich weiß, aber kannst du mir verraten, warum es hier immer nur Schnitzelbrötchen gibt? Und der Herrgott sagt, ja, glaubst du, ich koche für uns beide? Aber jetzt zurück zu deinem Schnitzelparadies. Was ist denn da wirklich hinter? Also ich bin da hunderte Male dran vorbeigegangen und ich habe mir immer so die Besitzer vorgestellt als Deutsche, die seit circa 30 Jahren auf der Insel sind, mit dem letzten Geld irgendwie Plastikstühle zusammengekratzt haben und dort billigsten Alkohol zu überteuerten Preisen ausschenken, um den eigenen Alkoholkonsum finanzieren zu können. Aber ich habe mich getäuscht. Hinter dem Schnitzelparadies verbergen sich in der Tat Spanier, die sich an Tapas und Schnitzel versuchen. Und mal an dieser Stelle ein Tipp. Wenn es irgendwo ein Schnitzel für 10,90 Euro gibt, dann geht einfach weiter. Ignoriert diesen Laden, kümmert euch nicht weiter drum, denn das, was ihr bekommt, ist allerhöchstens Pressfleisch in Panade und ihr werdet euch später darüber ärgern, dass ihr ein vermeintliches Schnäppchen gemacht habt. Also ein Schnitzel sollte schon über 17 Euro kosten und auch aus Kalb bestehen. Und dann weiß man, dass man ein Original Wiener Schnitzel hat. Und das da war wirklich gepresstes Schweinefleisch. Es gibt gar nicht so eine Pointe, außer dass auch wenn für Sangria ein Kelch 0,5 Liter für 4,50 Euro geworben wird, dann kann man davon ausgehen, dass 80% der Sangria aus Sprite-Limonade bzw. der billigeren spanischen Variante Cas bestehen. Also wenn ihr an Lokalen mit komischen Namen vorbeilauft, hört auf euer Bauchgefühl und geht einfach weiter. Geht höchstens in den Laden, um genau das nachzuvollziehen, was ihr euch vorher so gedacht habt und was eure Erwartungen sind. Sie werden zu 100% dort erfüllt. Also das Paradies ist eher eine Schnölle, um mal beim Schnitzelhöllenwitz zu bleiben. Jetzt gibt es aber auch im größeren Neuigkeiten in Cala Mayor, hast du gesagt. Ich habe am Wochenende einen Ausflug nach Cala Mayor gemacht, denn dort wurde groß angekündigt die Eröffnung eines Schlagerbiergartens. Cala Mayor ist nicht so unbedingt für das Nachtleben bekannt. Da werden so gegen 23 Uhr eigentlich die Bürgersteige hochgeklappt. Aber jetzt hat der DJ Tommy Berg, seit Jahren hier auf der Insel unterwegs, einen Laden übernommen. Und zwar einen riesengroßen Laden. Das ehemalige, Kenner werden sich erinnern, das ehemalige Ballermann Ost. Ein Projekt, den Ballermann auch im Osten der Insel zu etablieren. Das hat genau ein halbes Jahr geklappt, dann ist der Laden wieder zugemacht worden und eben den Laden, der jetzt insgesamt 12 Jahre leer stand, hat Tommy Berg übernommen und ich stand da halt bei diesem Opening, wo immer wieder neue Rekordgästezahlen verkündet wurden, 800, 1000, 1200 Gäste, keine Ahnung, woher der DJ diese Zahlen hatte, aber es waren schon einige hundert Leute dort und während ich mir das Ganze so anschaute, trat ein Hühne vor mich mit 2 Metern Größe ungefähr und sagte, ich kannte den nicht, na Ingo, ich bin mal gespannt, was du in deinem Podcast über dieses Opening sagen wirst. Und ich sagte zu ihm, was würdest du denn dazu sagen? Und er sagte, unterirdisch. Und dann fing er an zu reden und er hatte in den meisten Teilen auch recht. Es gab keine Bierversorgung, eine adäquate, also die Gäste waren komplett unterversorgt. Es gab ein musikalisches Programm, Olaf Henning war da, Dragan der Autohändler oder Schlagersänger Alex Engel. Nur, da hätte auch Helene Fischer stehen können, denn wenn ein Superstar aus 2 Billo-Boxen singt, dann ist das für das auch meinetwegen Fanpublikum einfach nicht zu ertragen. Auf den Sound kommt es an und darauf wurde hier einfach kein Wert gelegt. Genauso wenig wie auf die Pflege der Damentoilette zum Beispiel. Also ich muss sagen, das war eine
Premiere, die durchaus ins Wasser gefallen ist. Es ist nämlich ungefähr alles schief gelaufen, was da schief laufen konnte. Aber das wäre jetzt zu gemein zu sagen, man solle diesem Menschen nicht nochmal eine Chance geben. Er muss halt an seinem Personal arbeiten, er muss die Abläufe trainieren, er muss dafür sorgen, dass das Bier auch kassiert wird und er muss vor allen Dingen für einen ordentlichen Sound sorgen. Und das größte Problem an diesem Laden ist tatsächlich die Größe. 1750 Quadratmeter ist der groß, da passen so auch ungefähr 1750 Leute rein. Und so ein Publikum musst du in so einem kleinen Urlaubsort wie Cala Major erstmal finden. Und ich befürchte, das wird bei aller Mühe und Sympathie für den Macher nicht allzu lange gut gehen. Das war gnadenlos ehrlich, aber vielleicht ja auch eine Chance für die Betreiber, da nochmal irgendwie mehr rauszuholen. Platzhirsche müssen sich auch immer der Zeit anpassen. Wen du da immer besonders, ich sag auch mal, konstruktiv kritisch im Auge hast, ist ja der Bierkönig, also eine der ganz großen Locations der Insel. Und anders als im Megapark, da haben wir in diesem Jahr schon öfter drüber gesprochen, wo richtig viel Kohle reingeflossen ist, unter anderem in die Multimedia-Anlagen, war jetzt beim Bierkönig eher so das Gefühl, der bleibt, wie es ist, aber auch da hast du jetzt Neuigkeiten, ja? Ja, also die Macher des Bierkönigs haben tatsächlich Tontechniker aus Deutschland eingestellt, die momentan auch versuchen, den Sound und Klang in dem Laden so gut es geht zu optimieren. Allerdings wird sich still und heimlich der Bierkönig auch etwas erweitern. Das geht nach links und rechts eigentlich so gut wie gar nicht, aber es geht nach unten. Es gab eine Bar unter dem Bierkönig, die hieß Salsa Rosa. Das ist ein Laden, an dem jeder vorbeigegangen ist, ohne ihn wahrzunehmen. So eine kleine Kellertür, eine Treppe führt hinab in so ein kleines Etablissement. Und dort wird in der nächsten Woche der Bierkönig-Keller entstehen. Also es gibt jetzt auch noch ein kleines Kellergewölbe, das sich Bierkönig nennt. Man weiß noch nicht ganz genau, wann man aufmachen will und ist zudem noch auf der Suche nach einem DJ, der bereit ist, so 5 bis 7 Tage die Woche in diesem Keller eben aufzulegen. Vor einem überschaubaren Publikum von circa, ich würde mal sagen, 100 Leute passen da vielleicht rein, vielleicht ein bisschen mehr. Also ein wirklich sehr, sehr kleiner Bierkönig. Von dessen Anmutung ich noch gar nichts weiß, aber geht einfach mal rein, sobald der Laden still und heimlich aufmacht, weil das wird nicht mit großem Tamtam geschehen, sondern da wird einfach die Tür aufgesperrt und dann mal gucken, wer kommt. Es gibt aber noch eine andere sehr, sehr lustige Geschichte über den Bierkönig Stefan, die hat auch mit uns zu tun. Und zwar erinnerst du dich vielleicht, vor 2 Wochen haben wir erzählt, dass der Bierkönig Begrüßungsbier eingeführt hat. Erinnerst du dich? Dieses Begrüßungsbier ist ja nur eine Umgehung der Dekrete der Regierung, die das Freibier verbieten. Ja, früher gab es ja in Bierkönig und Megapark um eine halbe Stunde Freibier am Morgen, mit dem Sinn, dass die Leute einfach da noch den ganzen Tag sitzen bleiben. Das ist von der Regierung unterbunden worden und der Megapark fing 2018 an mit Begrüßungsbier. Jeder Gast kriegt einfach nur so ein Willkommensgeschenk und das ist dann wieder legal. Und im Jahr 2024 hatte der Bierkönig die Idee, der Chef des Bierkönig höchstpersönlich, Onofre Pasqual, das machen wir jetzt auch, um den Laden morgens voll zu bekommen. Einer der ersten Trinker dort war der Sänger Killer Michel und der postete auch gleich einen Bong. Auf diesem Bong stand Welcome Drink 3,20 Euro minus 3,20 Euro gleich Bong 0,00. Ja? Also dass das steuerlich alles einwandfrei ist. Und den hat er gepostet auf Instagram. Ich habe den aufgegriffen und in der Mallorca Zeitung unter anderem darüber geschrieben und im Podcast darüber erzählt. Und kurze Zeit später rief eine Pressesprecherin des Bierkönigs an und sagte, Moment, das stimmt so gar nicht, wir haben gar kein Begrüßungsbier, das ist ein Riesenirrtum. Was ist passiert? Die haben unseren Artikel gelesen und Onofre Pasqual, der Chef des Bierkönigs, erinnerte sich daran, dass er auch ein paar Hotels besitzt, in der sehr konservativen Hotelvereinigung ist und die Hotelvereinigung das überhaupt gar nicht lustig findet, wenn er jetzt wieder frei bzw. Begrüßungsbier ausschenkt. Und so gab es das Begrüßungsbier tatsächlich nur einen einzigen Tag. Und dann
ist es wieder abgeschafft worden. Mal so ein kleiner Hinweis an den Bierkönig. Wenn ihr still und heimlich sowas einführt, ruft uns doch vorher an und sagt, wir führen das still und heimlich ein und möchten ja, dass es allen Gästen gut geht und ihnen eine Freude bereiten. Redet mal erstmal nicht drüber. Da wäre ich doch der Letzte gewesen, der da Tausenden das Freibier entziehen möchte. Also sorry an dieser Stelle an alle Freibierliebhaber. Das war nicht so gemeint und hätte ich gewusst, was ich damit bewirke, nämlich die Abschaffung dieses Begrüßungsdrinks, dann hätte ich mir das stark überlegt, ob ich diesen Artikel geschrieben hätte oder nicht. Was da im Hintergrund übrigens klappert, ist meine Tochter, die gerade erwacht ist. Ingo, aber dass du das so in Aussicht stellst, dann also bei so halblegalen Dingen mitzumachen, da müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Vielleicht kann man das auch einfach geschickter verpacken, vielleicht eine Scheibe Chorizo an das Glas und einfach das Ganze als Gruß aus der Küche zum Beispiel bezeichnen. Eine hervorragende Idee. Die sind ja wirklich hier alle sehr, sehr kreativ, die Gastronomen. Ich werde das mal vorschlagen mit der Chorizo-Scheibe am Bierglas. Jetzt kommen wir zum Interview der Woche und ich würde mal sagen, meine Damen und Herren, wir müssen Ihnen nun eine Programmänderung mitteilen. Anders als in den gedruckten Programmen kommt jetzt ein anderes Gespräch als erwartet. Wer kommt und warum kommt das Deutsche Eck nicht, Ingo? Geplant war tatsächlich ein Interview mit Michael und Feli Bormann, dem Besitzern des Deutschen Ecks. Aber das kann man auch noch locker verschieben, denn Anlass dieses Interviews ist das 20-jährige Bestehen des Deutschen Ecks unter Michael Bormann. Und da ist der Termin der 13.05. Wir haben also noch etwas Zeit, nämlich zum Beispiel in unserer nächsten Wochenendausgabe am Sonntag, das ist der 12.05. dieses Interview zu bringen. Ich musste jetzt ein Interview vorziehen, weil die Gerüchteküche wieder brodelt. Es heißt Michael Piontek, genannt der heiße Micha, würde gerade mit seinem Leben kämpfen. Und daraufhin rief ich ihn an und sagte, es wird sowieso mal Zeit, dass wir beide reden, unabhängig von deinem Gesundheitszustand, denn er ist der einzige deutsche Fahrlehrer auf der Insel und hat da auch seine Erfahrungen gemacht mit Fahrschülern und der Bürokratie natürlich. Und das sind sehr, sehr spannende Themen. Also der heiße Micha, der einzige deutsche Fahrlehrer auf der Insel und wie ist eigentlich sein Gesundheitszustand? Und alle diese Fragen werden wir jetzt beantworten. Das Interview der Woche. Ich habe schon viele Interviews in meinem Leben geführt, aber ganz sicher keins wie das jetzige, denn mein Interviewpartner sitzt mir nicht gegenüber, sondern liegt mir gegenüber und das hat auch durchaus medizinische Gründe. Erstmal vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für mich, für dieses Interview, Michael Piontek. Ich bedanke mich bei dir für diese Einladung. Ich wundere mich darüber, dass ich mir entspannt hier legen darf, weil das Problem ist, ich kann nicht lange sitzen, weil das drückt meinen Bauch weg. Ich habe so ein Wasser im Bauch und das ist immer das Problem. Na, ich wollte eigentlich drei Themen vorschlagen und du darfst die Reihenfolge bestimmen, in der wir sie abhandeln. Das eine ist, du bist der einzige Fahrlehrer in ganz Spanien, aus Deutschland, der hier auch fahren darf. Das ist das eine. Das zweite, dann geht es um deine Rolle als der heiße Micha. Und dann wir, und darauf hast du gerade schon angespielt, dich in einem Zustand, in dem du dich wahrscheinlich gar nicht so wohl fühlst. Du bist nämlich gerade krank. Ja. Und die Gerüchteküche am Ballermann sagt sogar schwer krank. Ja, aber ich hatte am Anfang Schwierigkeiten da. Das war schon richtig, aber jetzt geht's wieder. Es dauert so ein halbes Jahr, bis zum halben Jahr, haben sie gesagt, dauert das, bis das alles weg ist. Und langsam. Poco, poco. Du hast eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, genau. Ist das korrekt? Ja, richtig. Und da haben sich Wasserblasen gebildet und die sind im Bauch drin. Und das dauert, bis das alles weg ist. Und die Muskulatur ist dann gleich null, deswegen laufen ist ganz schwierig. Ich kann mittlerweile wieder, es geht wieder, aber es ist ein Muskelaufbau halt jetzt, ne? Weil du so lange im Krankenhaus warst. Ja, ich war lange im Krankenhaus, genau. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz herzliche Grüße an Dragan, den Autohändler. Wollte ich gerade sagen, ich war also 4 Wochen im Krankenhaus, dann war ich 2 Wochen in der Reha-Klinik bei Dragan und Genie, muss ich wirklich sagen, das kannst du gar nicht bezahlen, ne? Das ist
Wahnsinn, wie die mich da behandelt. Er hat nachts neben mir gelegen. Ne? Das war wirklich? Ja, war extrem. Und viele Dank nochmal an ihn. Ne? Also das war wirklich, kann man ja. Wenn du das privat machen, es gibt ja kein Reha-Zentrum hier. Wenn du sowas privat machen müsst, müssen du 1.000 bezahlen, jeden Tag. Das war wirklich so. Du hast, um kurz dabei zu bleiben, im Dezember festgestellt, es ist gesundheitlich irgendwas nicht ganz in Ordnung mit dir? Oder wie war jetzt dieser Krankheitsverlauf? Das war im Januar, ich habe Fahrstunden gemacht, bin ausgestiegen, habe direkt gebrochen. Ne? Dann war die Sache erledigt, Schmerzen gehabt, ins Krankenhaus. Und dann war das 50-50. Ne? Das war nicht ohne. Ne? Das war Teil meiner Bauchspeicheldrüse schon weg. Also haben sie schon, es hat sich schon aufgelöst. Aufgelöst? Ja, das wird so quasi von dem Gallensaft quasi, wenn das staut, wird das aufgefressen, mehr oder weniger. Ne? Ich kann unter einer Bauchspeicheldrüsenentzündung mir noch nicht so richtig viel vorstellen. Was ist das? Das Problem, du hast nur eine. Ne? Und kann man froh sein, dass du keinen Krebs hast und dann bist du ja eh dreckig. Dann bist du in wenigen Wochen bist du weg vom Fenster. Ja, das habe ich mir sagen lassen. Also die Überlebenschance bei Bauchspeicheldrüsenkrebs ist 10%. Überhaupt. Ja. Aber du hast keinen Krebs, du hattest nur eine Entzündung. Ich habe eine Entzündung, ja. Und ja, das muss halt jetzt langsam. Ich bin ungeduldig, ne? Ich bin ja sehr aktiv in allem und so. Und deswegen ist das für mich sehr schwierig jetzt, ne? Also man muss ja auch dazu sagen, dass du den Krankheitsheilungsprozess ein wenig selber verzögerst, indem du kommst jetzt gerade von einer Fahrstunde. Ja. Du betreust nach wie vor Künstler, habe ich mir sagen lassen. Im eingeschränkten Rahmen betreuen. Ich lasse mich ab und zu mal sehen. Aber hier König war ich jetzt einmal mit Olli. Aber ich komme im Bierkönig die Treppe gar nicht hoch, deswegen war ich noch nicht da. Ich komme diese Treppe gar nicht hochlaufen, weil die Muskulatur fehlt mir, weißt du? Mhm. Und das bringt ja nichts, wenn ich dann oben rumstehe, deswegen muss ich ja runter und hochlaufen. Kann ich nicht. Aber du wirst wieder gesund? Ja, ich denke schon. Ne? Immer beste Hoffnung. Ne? Also ich merke schon, ich kann mich wieder ein bisschen bewegen. Ich laufe jetzt immer schon mal, ich laufe runter bis zum Bierkönig zurück, dann kriege ich ja so gerade hin. Da bin ich im Japsen wie so ein junger Hund. Ne? Aber das geht, ja, es ist anstrengend. Ne? Man ist schnell aus der Puste. Halte ich mal ein bisschen zurück. Also ich weiß, du wohnst auch noch in der Schinkenstraße. Du bist also mittendrin auch im Getümmel und kannst dich dem wahrscheinlich auch nur sehr schwer entziehen, wenn du erstmal auf der Straße bist. Ja gut, ich rufe natürlich 1.000 Leute an und ich meine, bin ja so auch aktiv mit der Planung so ein bisschen vom Oberbayern so ein bisschen, habe ich ein bisschen involviert und das mache ich zu Hause, ne? Und dann Telefon und da. Du hast es gerade schon angesprochen, du bist nicht nur der einzige deutsche Fahrlehrer in Spanien, sondern du bist auch sehr involviert. In die Planung vom Oberbayern. Du bist da, machst das Booking und Künstlerbetreuung, korrekt? Ja, ich bin so, nicht übertreiben, aber so ein bisschen, ja. So ein bisschen Booker. Ein bisschen mit, sag ich mal. Ne? Okay. Lass uns erstmal den ersten großen Komplex deines Lebens bearbeiten. Und zwar den des Fahrlehrers auf Mallorca. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, aus Deutschland nach Mallorca überzusiedeln und zu sagen, ich werde hier jetzt eine Fahrschule eröffnen? Eigentlich ist es eine dumme Idee. Dann brauchst du eine gute Idee, um hier zu überleben. Ne? wie soll ich das? Da müsste ich jetzt ganz vorne anfangen. Ja, und, wir haben doch Zeit. Aber das ist so eine Lebensgeschichte. Das ist. Das sind so Phasen im Leben. Ich habe also in meinem Leben immer gearbeitet. Und war dann in der Phase, ja, wie soll ich sagen, ein Kumpel von mir, der damals das Lehrmaterial verkauft hat, am Bonner Türfen, ein guter Kumpel, ist leider schon verstorben, mit dem ich auch hier damals angefangen habe. Da sagte, komm, fahr mal mit, war verheiratet mit einer Kubanerin. Ich sag, kannst du euch denn in Kuba? Und so, ne? Hing Scheiße. Und so, und dann haben sie mich überredet. Ich habe noch nie einen Koffer gepackt, bin nie geflogen, großartig. Mit dem Fahrlehrer-Kegelclub war ich einmal auf Mallorca, so an Ende der 80er. Fahrlehrer-Kegelclub? Ja, war ich mal hier, ne? Das denke ich, ja. Das war das erste Mal, wie ich geflogen bin und dann hat mich ja nie einer, ich war immer zu faul, einen Koffer zu packen. Das war ja nicht meine Welt, ich bin lieber zu Hause gewesen und Koffer packen ist für mich immer. Wo war denn zu Hause? In Siegburg, damals.
Familie und so. Ich war im normalen Status, verheiratet, zwei Kinder, wieder zu geht. Und dann haben sie mich da rausgerissen. Das war ein entscheidender Fehler. Ne? Das hat mein ganzes Leben verändert. Dass du mit dem Kegelclub zusammen nach Mallorca... Nicht Kegelclub, nee, das war der Kumpel, der mich dann nach Kuba genommen hat. Also, okay. Das war ja danach, erst Jahre später. Und dann, weißt du, da war das 2001 oder sowas, ja. Kurz, wenn ich zurückkam, war ja das Geld, das Eurowechsel und so. Stand ich auch da im Park, was hat kein Kleingeld. Naja, auf jeden Fall war ich vom 16. Dezember bis zum 21. in Kuba. Und diese Woche hat bei mir Klick gemacht. Denke ich, du Idiot, du hast dein Leben, ich habe immer gearbeitet, immer, ist egal, was ich gemacht habe. Ne? Und ich war immer unterwegs. Und 14, warte mal, war ich 21, bin ich zurück und mein ganzes Leben hat sich verändert, meine ganze Einstellung. Ich habe gedacht, ich habe den Menschen gesehen, denke ich, Scheiße, die haben nichts, aber denen geht's gut, ne? Was machst du hier? Was ist los mit dir, ne? Nach dem Motto. Und da ging es halt los, da habe ich mir drüber Gedanken drüber, da habe ich alles quasi, wie sagt man so schön, in den Sack gehauen. Habe ich alles, also eigentlich gar kein Interesse mehr an meinem Leben bis dahin gehabt. Und ja, ich mache schon 35 Jahre, ne? Das sind ja schon ein paar Jahre. Ich hatte 4 Fahrschulen in Bonn, ne? Wie auch immer. Da ging es also darüber nachzudenken, wie kannst du dein Leben ändern? Und da wollte ich nach Kuba. Da war ich, das halte ich fest, ich war 52 Mal in Kuba. Ich bin 2-mal im Monat nach Kuba geflogen. Das kann nur mit einer Frau zu tun haben oder vielleicht sogar mit mehreren. Ich würde eher sagen mit mehreren. Für eine lohnt sich das nicht. Um das mal so zu sagen. Das war aber nicht nur, dann ging auch die ganze Geschichte, dann hast du die Leute da, die lebten da, die hausen da in übelsten Löchern da rum mit 12 Leuten, kein Wasser richtig und dann habe ich denen auch nachher Medikamente mitgebracht, Computerteile, wo durfte, die haben mich nachher da reingelassen, weil ich war hier fast 2-mal im Monat da und deswegen haben die mich in Ruhe gelassen, da. Auf meinem Kopf war immer das Kreuz drauf, mussten sie mal reingucken. Computerteile und alles, das durfte gar nicht ein, aber da habe ich einfach gedacht, der macht da human und so, und da haben sie mich in Ruhe gelassen, da kannten sie mich nachher da am Flughafen und habe da jede Menge Leute Klamotten hingeschleppt, ne? Ja, und das war so, das hat mich inspiriert, dann wollte ich da bleiben, ne? Aber ich musste sagen, wenn du da so in so einem, in dem System leben musst, dann ist das schon was anderes, ne? Da sollten sich mal einige Gedanken drüber machen. Ja, hab dann auch mittlerweile einen Sohn in Kuba. In Havanna, der studiert jetzt in Ecuador Medizin. Ja. Also, ihr habt auch Kontakt? Ja, ja, klar. Ich habe da also ja 2 Söhne in der gleichen Stadt. Das ist lustig. Das darf ich gar nicht erzählen. Hast du schon? Das war Zufall. Also, bevor du dich hier noch weiter in die Scheiße reitest, ja. Wie bist du nach Mallorca gekommen? Ja, und dann habe ich natürlich, dann saß ich da zu Hause abends, denke ich, Scheiße, da kannst du nicht hin, du musst woanders hin. Und dann fiel mir diese Geschichte mit dem Kegelclub ein. Denke ich, Mallorca, das ist ja nicht so weit. Und das ist ja Europa, dachte ich so. Und dann hieß es, dann kam ein so ein Vogel, der machte Werbung mit europäischem Führerscheinrecht und so. Auch denke ich, das kannst du dir mal angucken. Dann bin ich hier hin mit meinem Kumpel. Und war dieser Vogel, da sagt er, bei mir kannst du. Der Dialekt hat mir schon direkt nicht gefallen. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann alleine weitergemacht. Und habe dann hier meine SL gegründet. Und dann bin ich jedes zweite Wochenende rüber. Hatte so ein Businessbüro, die hat eine Telefonnummer angenommen, damit er bei deinem Telefon ist. Da bin ich manchmal nur für einen hergeflogen und musste auch selber lernen. Hab dann 4,5 Jahre beim Spanier, mit einem Spanier gearbeitet. Ich musste die Leute, aber die mussten ja irgendwie Fahrprüfung machen. Theorie habe ich für den gemacht und dann musste also über die Fahrschule laufen. Und da ich ja keine Konzession hatte, ne, ja, musste ich ja mit dem Spanier arbeiten. Und hab dem quasi alles, was ich hier, hab da quasi umsonst gearbeitet. Und hab dem, der hat das alles abgewickelt dann. Ne? Und so konnte ich die Leute bedienen. Und so hat sich das so langsam entwickelt.
Und habe dann versucht, eine Konzession zu kriegen, was nicht so einfach war. Das ist eine lange Geschichte und das kostet auch viel, hat auch viel Geld gekostet, bis das soweit war. Weil die wollten, ich habe da gesessen, sagte zu mir, du, hier, dich brauchen wir hier nicht, dich wollen wir hier nicht. Wir können mal eine Versammlung machen, mal eine Abstimmung machen. Dann wirst du sehen, dich will keiner haben hier. Also. Und das war der springende Punkt, warum ich hier geblieben bin. Aus Trotz. Aus Trotz. Da hat er mich angepiekst. Ne? Da sage ich, jetzt kannst du zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und aus wirtschaftlichen Gründen totaler Schwachsinn. Totaler Blödsinn. Weißt du, Geld verdienen kannst du wirklich in dem Job hier in Deutschland richtig viel. Also mittlerweile, die haben ja Preise, das ist ja Wahnsinn. Und das war einfach eine Trotzreaktion, um zu zeigen, und da war also der Ansporn da, was zu erreichen, was nicht geht. Ne? Ja, und dann habe ich mich hier durch. Und dann haben sie mich schon ein paar Mal abgeschüttelt, wollten sie mich abschütteln, dann, ja, da kriegst du keine. Ich habe da oben mal mein erstes Büro gehabt, da oben in Arena, sagt er zu mir, ja, ich regel das und so. Und ich will es dann nicht sagen, was das für einer war. Der hatte eine höhere Funktion hier. Dann sage ich, ja, okay, da dauert es 4 Monate, kriege ich ein Schreiben, ja, Sie dürfen hier um ihr Büro 150 Meter mit den Fahrschulen fahren. Und so Dinger, ne? Nochmal, du durftest mit eigentlich mal einmal um den Block, ja, fahren? Ja, so im Block fahren, so ungefähr kam da drüber. Und dann hier auch so umgebaut, Ladenlokale umgebaut und dann, nee, da kriegst du keine Konzession rein. Alles so zum Abschütteln. Ne? Irgendwann wird er keine Lust mehr haben, so nach dem Motto. Hat mich alles nicht, ich habe immer weitergemacht. Und dann, durch Zufall, hatte ich ein kleines Büro hier oben, wo dieses Hotel ist, bei mir gegenüber jetzt. Das nachher zusammengebrochene Ding. Ist der Boden eingebrochen, runter in den Keller. Moment, also das ist da doch. Da waren so kleine Ladenlokale auf der anderen Seite. Du wohnst hier gegenüber von dem mittlerweile Luxushotel. Ja, Bali Park. Nee, das ist ja anders. Weiß ich gar nicht. Ist das hier Aubamar Suites and Spa? Da andere Seite ist das Luxushotel, das ist schön. Also das hier ist hier aber auch nicht schlecht. Ja, da warst du nicht drin. Und ja, und dann habe ich da gesessen und habe da eine Theorie mal gemacht und habe da die Leute rübergefahren nach zum Spanier. Ich habe auch Theorie beim Spanier in der Fahrschule gemacht und ich musste ja auch lernen. Es sind ja Sachen, die sind ja ganz anders als in Deutschland. Die Abwicklung, viel komplizierter, umständlich alles hier und so. Und das musste ich ja lernen. Da habe ich 4,5 Jahre. Und dann habe ich nach 4,5 Jahren auf der anderen Seite, quasi wo in dem Haus, wo wir sind, habe ich jetzt die Fahrschule. Und dann auf einmal ist der Friseur raus, sage ich zu meiner Sekretärin, sage ich, geh mal fragen. Bup, und da ging es auf einmal, ne? Seit wann hast du die Fahrschule hier in der Schinkenstraße? Also die eine Konzession habe ich seit 2012. Also seit 2008 habe ich angefangen. Ne? Ah. Was ich mich immer mal gefragt habe, du hast ja sowohl spanische als auch deutsche Fahrschüler, ne? Oder? Ja, ich habe also Spanier, ich habe Schweizer, Österreicher, Deutsche und die irgendwie einen deutschen Pass haben, die in Deutschland gelebt haben vielleicht. Ne? Also gar keine Spanier? Ich habe so den Schwarzen ein bisschen geholfen, wenn die ankam. Also den Senegalesen. Ja, da habe ich dann hier so ein bisschen unterstützt, ein bisschen, weil ich habe dann kein Geld abgenommen, einfach, dass sie was lernen können hier. Und so ein Marokkaner auf der anderen Seite auch. Welchen Fehler begehen eigentlich die Deutschen, die auf der Insel fahren, am häufigsten? Oder welche Fehler kann man hier auf Mallorca eigentlich machen, als jemand, der sich hier mit den Verkehrsregeln nicht auskennt? Die meisten haben das Problem im Kreisverkehr, ne? Da muss ich immer wieder sagen, die kommen immer an, ja, wie geht das im Kreisverkehr und so. Ne? Das ist das, was die meisten hier problematisch haben. Die Spanier sind ja, hier ist das Motto, wer bremst, verliert. Ne? Also da ist ja, denen ist auch scheißegal, wenn man in der Beule im Auto ist. Ne? Kannst du mal gucken, mein Auto ist, habe ich ja rechts einen Streifen, links einen Streifen, hinten. Mich haben sie aus der Versicherung damals rausgeschmissen, was für unser Verhältnis überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Weil ich so viele Unfälle hatte. Ja, mir fällt jede Woche einer drauf, ne? Mittlerweile nicht mehr. Jetzt ziehe ich die Beine immer weg. Weil die Bremsen ja unkontrolliert, dann fahren die hinten drauf. Die nehmen ja keinen Abstand, nichts. Und ja, ich glaube, das ist bis der Auffahrunfälle ist, glaube ich, noch am meisten, glaube ich, so fast. Ne?
weil die keine Abstände einhalten. Kollidiert das, dass die Deutschen hier momentan verstärkt auf den Spanier im Straßenverkehr treffen? Also, weil wir haben ja wahnsinnig viele Mietwagen gerade im Einsatz, ne? Ja. Also gibt es da Unterschiede in den Fahrweisen? Ja, Rücksicht, die sind natürlich ein bisschen, der Deutsche als solches hat ja eine ganz andere Mentalität und eine ganz andere Erziehung, ne? Wir machen ja miteinander. Du kannst, ich kann es ja mal ausprobieren. Mach mal zu einem, kann man natürlich das nicht sehen, zeig einem Spanier mal irgendwo Hälfte, mal. Zeig mal so ein Handzeichen, mach mal so. Da guckt er dich blöd an, der weiß gar nicht, was er von dem will. Musst du mal ausprobieren. Einfach mal ein Handzeichen geben, guckt er. Hm? Das kennen die, dieses Miteinander kennen die gar nicht. Das ist das Partnerschaftliche. Oh, also den Straßenverkehr in Deutschland habe ich aber auch noch nie partnerschaftlich betrachtet. Doch, irgendwie. Doch, das ist ganz was anderes, doch. Ja? Ich bin zwar lange weg da jetzt, aber das ist ganz was anderes. Das hat sich natürlich vielleicht auch schon ein bisschen was, ja, ein bisschen was geändert durch andere Gründe, ah, die ich hier nicht so, ja, weiß ich nicht. Aber so ist das mit Sicherheit ganz anders. Wir sind ganz anders erzogen. Okay. Ganz andere Werte als hier. Bei uns ist ja so, erstmal ist das Auto ganz, ganz wichtig. Dann kommt ja lange Zeit nichts und dann kommen vielleicht eine Frau und eine Kinder. Und denen ist halt hier natürlich die Kinder lieber und die Frau lieber, ne? Finde ich aber auch so die vernünftigere Reihenfolge, ehrlich gesagt. Ja, musst gesagt, du sagen, ne? Jetzt, weil ja eine Frau hier ist. Ja, ja. Nein, aber es ist so, vielleicht übertrieben ein bisschen, aber da ist schon ein bisschen Wahrheit dabei. Also, ne? Was mir so auffällt bei den spanischen Verkehrsteilnehmern, wenn die Maximalgeschwindigkeit 100 ist, fährt der Spanier lieber 80. Oder wenn er weiß, da kommt ein Blitzer, bremst er auch gerne von 100 auf 70 runter, und um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Und der Deutsche fährt schon eher am Limit hier, ne? Das ist auch für mich eine Umstellung gewesen. Ich habe mich immer erwischt, 150, 140. Scheiße, denke ich, dann darfst du 120 fahren. Das war am Anfang sehr schwierig, ne? Das ist, diese Geschwindigkeit einzuhalten. Das stimmt, das ist mir auch passiert. Bist du oft geblitzt worden? Nee, hier nicht. Nee, nee, ich habe Glück gehabt, bis jetzt. Toi, toi, toi. Du hast eingangs gesagt, dass das wirtschaftlich eine total bekloppte Idee war, hier als Fahrlehrer anzufangen. Mhm. Und die Behörden waren dir auch nicht unbedingt wohlgesonnen. Nee. Würdest du da jemandem anders empfehlen, hier ein Unternehmen auf der Insel zu gründen? Wenn du genug Rückhalt hast. Und finanziell meinst du? Finanzielle und eine gute Idee hast und den nötigen Einsatz bringst, kannst du das machen. Aber ich glaube, finanziell, ich weiß nicht, ob das in allen Bereichen so ist, aber speziell in meinem Bereich ist das eigentlich nicht lukrativ. Ne? Jetzt nach dem Stand, was ich jetzt habe, ist das okay. Jetzt kann man damit arbeiten, jetzt kannst du auch damit Geld verdienen. Aber guck mal, wie lange ich dafür gebraucht habe, ne? Das war schon nicht einfach. Ne? Und deswegen musstest du dir einen Nebenjob suchen? Nee, habe ich eigentlich nicht. Nee, ich habe keinen Nebenjob gesucht oder so. Ich bin da irgendwie reingerutscht durch den DJ Mambo. Ein guter Freund von mir heute noch. Und ja, es hat sich so ergeben. Ne? DJ Mambo war ganz lange und ich tippe mal bis zum Jahr 17 oder 18. 60, glaube ich, ja. Oder so, der Tages-DJ aus dem Bierkönig. Ja, der war auch der Booker von vom Bierkönig. Und ja, da bin ich ja so reingerutscht. Ne? Da kam der mit irgendwelchen Künstlern an. Hat mich nie interessiert. Guck mal, ich habe hier 2,5 Jahre hier auf der Ecke gewohnt. Ich war nicht einmal Bierkönig. Mich hat diese ganze Szene gar nicht interessiert. Ich trinke keinen Alkohol, was soll ich mir da zwischen den Volltrunkenen da mich da rumlungern? Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich keinen Alkohol trinke. Ne? Mhm. Und mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt. Aber ich habe dann nie Interesse gehabt, da mal rüber zu gehen. Ich bin hier hingegangen wegen den Deutschen halt, ne? Weil das hier viele Deutsche rumliefen, nicht wegen dem Bierkönig. Und jetzt bist du Teil der Szene. Oder ja. Teil sogar der Lokalprominenz, muss man ja weiß ich sagen. Nicht. Ich habe das nie so gesehen. Für mich ist das. Also, ist auch nicht wichtig für mich. Ich habe es so genommen, wie es kam. Es hat sich so entwickelt. Ich habe das nie gezielt oder bewusst wie in meinem Job hier gemacht, sondern es hat mir danach Spaß gemacht, war interessant und ja, da bin ich ja so reingerutscht. Ne? Also das stelle ich mir so vor, du gehst durch die
kann ich mir das so vorstellen, du läufst durch die Schinkenstraße, kommt DJ Mambo an und sagt, ey, du bist doch Fahrlehrer, hast du nicht Lust, unsere Künstler zu fahren? Nein, ich war mit ihm befreundet. Wir haben uns gut verstanden. Und der war da dafür zuständig und ja, ich kannte, es fing damit an mit der Kleinen, mit der Kim Gross. Oh. Die hat ja dann, die wollte ja einen Führerschein machen, kam mir auf mich zu und da haben wir das gedreht mit ProSieben. Ja, und dann habe ich mit der, die war immer alleine, dann habe ich die mal abgeholt, dann haben wir das so gemacht, ja, hol die ab, pass ein bisschen auf und ja, begleite sie ein bisschen und ging das dann los, ne? Und dann habe ich dich irgendwann im Jahr 2016 gesehen, da warst du auf einmal auch der Beschützer der Künstler. Du warst quasi Security für Kim Gloss, für Melanie Müller, für Anna-Maria Zimmermann und hast den Jungs auch öfter mal auf die Löffel gehauen. Ja, ich sag mal so, ich bin ja ein sehr geduldiger Mensch, ich bin auch ein friedlicher Mensch im Prinzip, ja. Im Prinzip? Ja, ich brauche sehr, sehr lange, wenn ich einem dreimal was sage, und nicht hört, da gab es schon einige Male ein paar Löffel, ne? Klar. Da habe ich auch keine Probleme mit. Das sind ja alles Pens für mich, sagen wir in Köln. Ne? Das sind ja alles Pflegefälle. Also ich hätte Pens jetzt mit Kinder übersetzt. Und ja, es sind ja Kinder, Für mich sind ja, da können ja erstmal Kinder sein. Mhm. Aber wenn die keine Erziehung haben, dann muss ich ihnen, wenn sie zu Hause nicht bekommen haben, dann muss ich ihnen das beibringen. Das ist ja normal. Mir sagen hier ganz viele Leute, dass also nach Corona das viel, viel schlimmer geworden ist hier und die Kids von heute sind gar nicht mehr wirklich erzogen und haben kein Benehmen. Nichts mehr. Kannst du das nachvollziehen? Ich habe jetzt hier auf der Straße, wenn ich abends nach Hause komme, stehen da vor der Rutschbahn, da bin ich auch schon zweimal ausgestiegen und habe vor Ort Ohrfeigen verteilt. Ne? Springen sie vor das Auto, reißen den Spiegel ab, da wird gar kein Vertun. Ne? Es hat ihnen keiner Grenzen aufgesetzt, weißt du. Irgendwo... Dann gucken sie blöd, ne? Zu Hause alles laschi-laschi, keine Erziehung mehr, nichts mehr. Und dann springen die hier rum. Dann sind sie besoffen, haben sie viel mehr unter Kontrolle, ja. Und dann geraten sie an den nüchternen Micha. Ja, wenn sie mich auf falsche Fuß erwischen, haben sie ein Problem. Ja, aber sonst bin ich sehr geduldig. Also. Du hast die Künstler begleitet, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und auf einmal, also das hast du dann auch in Deutschland gemacht, und auf einmal warst du der heiße Micha. Da gab es auch noch einen Song über dich. Ach, hör auf, ich fahre mit dem Lorenz Büffel, fahren wir durch Deutschland, da bin ich mal mitgefahren. Da fängt das so, hast du Instagram? Ich sag, was ist das denn? Ein Mitarbeiter damals in Bonn hat mich auf Facebook angemeldet. Ich habe ja von so einer Scheiße gar keine Ahnung. Darf man das sagen? Ja, ja. Ja. Und da war ich dann drin da in dem Facebook und ich kann das mal gerade so anklicken, ich weiß sogar, wie das funktioniert. Da sagte der Stefan zu mir, sagte, hör mal, hast du, nee, Instagram? Nee, hab ich nicht. Ja, und er war am Grinsen, da war so dran. Ja, Micha, das ist ja zu langweilig, zapp, zapp, zapp. Und er war am Grinsen. Ich denke, was hast du? Ja, ich hab halt, der heiße Micha. Ich sag, du Pflegefall, ne? Also wirklich, das war ja lieb gemeint, ne? Aber ich denke, was sag ich, wenn meine Kinder das sehen, die denken, das dreht der Alte komplett durch. Weißt du, das war alles so unwirklich und das war mir sehr ist mir immer noch unangenehm. Dann gibt es dann DJs, die auf einmal das Lied spielen, ne? Was die zwei nach, der Hong und der Lorenz Büffel, sage ich jetzt mal, was die zwei da ins Leben gerufen haben. Eigentlich sollte es ja eine kleine, wie nennt man das so? Hommage? Ja, Hommage. Oh ja, ich bin ja nicht so redegewandt. Und hab das auch nachher irgendwie ertragen. Ja, das ist schon peinlich. Ist mir heute immer noch peinlich. Ne? Wirklich? Das erfüllt dich nicht ein bisschen mit Stolz, dass du tatsächlich auch hier als der heiße Micha... Nee, ich war... Also da gehst du über die Straße und da schreien, ach, der heiße Micha, schreien die quer über die Straße. Und dann drehe ich mich um, sie hat das keiner gehört. Ne? Die denken, der ist ja total bescheuert. Was willst du mit dem alten Sack? Das passt nicht. Weißt du, wenn ich jetzt 30, 40 Jahre jünger wäre, würde ich, oh, er ist ein flotter Vogel. Aber ich bin ein alter Mann, das kannst du doch nicht zu mir mehr sagen eigentlich. Das ist doch, passt doch überhaupt nicht. Und das hat mich immer wieder irritiert. Ne? Und dann ist egal, wo ich dann hinkomme. Ich kann ja die ersten drei Linien gar nicht mehr laufen im Sommer. Ich gehe gar nicht mehr durch die Straße. Ich gehe mal hier so, die dritte Linie, das geht so. Ne? Da hinten rum, wenn ich ja vorne die ersten zwei Linien gehe, kann ich gar nicht rumlaufen. Das ist ganz schlimm. Aber das
dir das eigentlich unangenehm war, hat dich nicht davon abgehalten, eine Kneipe zu gründen mit dem Namen Der heiße Micha. Da sind noch andere auf die Idee gekommen. Ich habe das, ja, ich, Kneipe hab ich schon mal gemacht in Meckenheim damals. Und das macht mir auch Spaß, so ein bisschen rumblödeln und so, ein paar Sprüche rauszuhauen, da habe ich keine Probleme mit. Und das hat man mir damals so angeboten, das war so eine Saison quasi nur. Das war so eine, ja, das musste jetzt irgendeiner machen. Und danach musste, ist ja umgebaut worden, das sollte ja umgebaut werden. Das war quasi nur so, damit da irgendwie ein bisschen Leben drin ist. Das war der Laden, für die, die sich nicht genau erinnern können, hinter dem Grillmüller, den es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Mittlerweile heißt das Restaurant Steak Me und ist direkt nebenan vom Las Palmeras gegenüber vom Verbano Latino Bar. Ja, genau, richtig. Das war ganz lustig, das war auch gar nicht so schlecht. Ne? Wenn ich das weitergemacht hätte, wäre das sehr erfolgreich geworden. Aber du hast es nicht weitergemacht. Nein, der wollte dieses ganze Haus umbauen. Der hat das Ganze umgebaut und der hat ein Restaurant reingemacht. Grillmeister. Genau, also das Haus gehört Miguel. Moment, Miguel. Das Miguel Pascual, der Pächter, ist der Grillmeister und der Grillmeister hat dir die kleine Kneipe zur Verfügung gestellt. Ja, ganz lieb und nett, das ist ganz drin, ganz nett und wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ja, war echt, ja. War sehr großzügig zu mir und ganz nett. Du hast jetzt trotzdem noch irgendwie einen zusätzlichen Job bekommen. Nämlich, mir hat Mambo auf dem Ballermann Award in Willingen eine sehr lustige Geschichte erzählt. Die möchte ich jetzt an dieser Stelle mal wiedergeben. Okay, ja. Ich frage Mambo, wer ist eigentlich der neue Booker vom Oberbayern, weil du machst es ja nicht mehr. Und er sagt, der heiße Micha. Und da sage ich, nee, das glaube ich doch nicht, denn Micha ist ja auch gerade krank und im Krankenhaus. Und dann erzählte mir Mambo, oder erzählte mir folgenden Dialog. Miguel Pascual ruft den Mambo an und sagt, wenn du hier nicht mehr arbeitest, dann soll Micha deinen Job machen. Und dann sagt Mambo, finde ich eine total gute Idee, aber der Micha ist momentan krank und liegt im Krankenhaus. Und dann sagt Miguel Pascual, das ist mir total egal, ich will Micha. Und dann rief der dich auch an. Und du hast am Krankenbett zugesagt, okay, ich mach's. Ist das korrekt? Aber ich habe das gar nicht gewusst, dass der das gesagt hat. Ne? Also mir hat da nie einer was von gesagt. Das war, weiß ich gar nicht, hat sich auch so jetzt, ich mache mit dem Javi da so ein bisschen zusammen. Ja, genau, der Geschäftsführer Javi. Ja, und ich meine, ist ja, guck mal, ich weiß gar nicht, ob man sowas sagen kann. Erzähl, was du möchtest. Ich bin 15 Jahre hier dran und ich habe ja schon jetzt ein paar Jahre gebraucht, um das Vertrauen dazu erlangen. Ich bin ja, man hat glaube ich gesehen, dass ich mich dafür einsetze. Aber das hat was mit Generationen zu tun, denke ich, mit der Generation. Wir waren ganz anders, wir sehen Sachen, wir regeln Sachen, wir machen Sachen. Wir waren mehr Macher, sage ich mal so. Heute sind das alles Schlaftabletten, weißt du? Ich habe da gerade auch so einen Patienten gehabt. Wenn er sie ist, 18 Jahre alt, die werden immer blöder oder sagen wir besser ungeschickter. Ich könnte, gehst in die Luft manchmal. Und dann, weißt du, und so dieses, ich nehme auch einen Putzlappen in der Hand, ist ja egal, ne? Dann putze ich die Bullen oder, das gehört einfach, das muss alles funktionieren. Dann da bin ich mir nicht so schade für und das kennen die ja gar nicht. Die sind ja alle, da hat die Mama bis zum 22. Lebensjahr, okay, oder 24. den Arsch nur abgeputzt. Und das ist alles, keine Bundeswehr mehr, weißt du, kein Drill mehr. Ja, nicht gedient. Das sind alles nur noch Flachpfeifen. Uiuiui, das ist aber eine ganz harte Abrechnung mit der jüngsten Generation. Ich habe damit zu tun jeden Tag, dass du dann das manchmal siehst, was das für Pflege auch sind. Ne? Ja. Das siehst du ja auch hier draußen, ne? Hier, weil die hier rumhängen. Sag mal, aber war das vor 10, vor 15 Jahren denn großartig anders? Ich meine, das hätte sich verschlechtert jetzt, ja, die Entwicklung, ja. Das sind die Jugendlichen, also schlimm, wird immer schlimmer, glaube ich, ne? Okay, das hatte ich jetzt aber nicht davon abgehalten, auf dem Krankenbett den Job des Bookers des Oberbayerns anzunehmen. Ja, das ist ja ganz was anderes, das ist ja mehr so Verwaltung, aber auch, klar, du musst die Künstler terminieren, du musst die Flüge koordinieren, du musst die abholen. Nee, das machen die ja selber alles. Ah, okay. Das ist alles, dann musst du jetzt mal ein bisschen alles einspielen und Ist das nochmal so eine tolle Herausforderung, dieser Job für dich? Auch da bin ich jetzt so rein.
Das war auch nicht, ich bin ja nicht dahin gerannt und wollte jetzt unbedingt sowas was machen. Das ist der Habi. Schau mal ab hier. Ja, Habi. Okay, warte. Hi. Ja. Wir wurden jetzt gerade unterbrochen durch den Anruf von Javi, dem Geschäftsführer aus dem Oberbayern, wo es um Künstlerprobleme ging. Ja, da gibt es ja. Da gibt's also. Es gibt schon einige Missverständnisse da manchmal. Ne, also, wo sind die Probleme eigentlich so mit den Künstlern, die du tagtäglich bewältigen musst? Ja, dann kommen dann. Das Problem ist immer diese Tauscherei und das wird nicht mehr getauscht. Jetzt entweder die kommen oder die werden gestrichen, ganz einfach. So, und das ist jetzt, dann, das haben einige nicht verstanden. Also keine Sonderwünsche mehr. Du, ich möchte gerne mit Carina Krone den Mittwoch gegen den Samstag tauschen. So ungefähr. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht und dann ging das hier alles so, das ist umständlich. Weil da hast du jeden Tag vier Künstler da und dann fangen die an zu tauschen und zu machen, zu tun. Ne? Das ist total ätzend. Ne? Da musst du den anrufen, ja kannst du, ja, vielleicht kann ich nicht da. Und dann fängt der Nächste an, ich kann nicht um 11, kann man um 12. Also eine Kacke, ne? Weil er nur aufhält. So, und dann natürlich auch, wenn so, was meine persönliche Meinung ist natürlich, wenn man zu viel gebucht wird, macht man sich ja uninteressant für die Zuschauer, ne, finde ich. Und das ist halt auch nicht so. Das hält eine Melanie Müller ja nicht davon ab, 150 Mal oder sogar noch mehr hier bei euch aufzutreten. Ja, kann ich jetzt nichts zu sagen. Es gibt halt verschiedene, die oft kommen. Also ich persönlich, das hat jetzt nichts mit ihr zu tun, sondern generell. Das ist ja eine Sache der Häufigkeit. Das ist ja nur, wenn du 20 Jahre verheiratet bist, bist du ja auch immer an der ersten Schnauze voll. Ne? Das kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nie 20 Jahre verheiratet. Ich weiß, es ist übertrieben. Du weißt, was ich meine, dass man immer wieder dasselbe sieht dann nachher und dann ist man ja übersättigt, sage ich mal. Und das bin ich, damit macht man sich ja selber keine Freude. Ne? Man baut sich ja, man entwertet sich ja nach meiner Meinung nach. Bist du auch so ein bisschen das Sorgentelefon der Künstler, die dann auf dem Weg vom Flughafen zum Oberbayern, die sagen, oh Mann, die Melanie Müller, die darf dieses Jahr 150 Mal. Ich weiß, ich hack ja nicht auf der Melanie rum. Nein, ich wollte nicht auf ihr rumhacken, sondern ich wollte so, solche Gespräche habe ich im letzten Jahr häufiger mal beobachten oder beiwohnen können, nämlich so ein Unmut, die darf so viel und wir sind nur 10-mal im Jahr. Das ist doch total ungerecht. Gut, sie muss mal zu ihrer muss man sagen, das war die einzigste, sag mal. Einzige? Die einzige, die dem Oberbayern die Stange gehalten hat, ne? Damals, wie das dann auseinanderging. So, jetzt gehen wir in das Jahr 2021 zurück, ne? War das 21? Ja, 21. So. Da hat Onofre den endgültigen Bruch, Onofre Pasquale, der jetzige Besitzer des Bierkönig, mit seinem Vater vollzogen. Ja, genau. Und der Vater ist mit dessen Bruder Toni zusammen ins Oberbayern gegangen. Und Onofre hat sozusagen die Alleinherrschaft über den Bierkönig übernommen. Genau. Vorher waren beide Läden zusammen und haben sich die Künstler auch geteilt. Was passierte dann? Ja, dann haben sie geteilt, dann sind die meisten im Bierkönig, also alle eigentlich, bis auf die Melanie. Melanie ist dann, war dann die einzige, die da dem Oberbayern, dem Gerhard die Stange gehalten hat. Das hat er sich gemerkt, ne? Ganz einfach. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir jetzt so oft da auftreten darf. Ne? Ja, aber dann hat er ja auch noch andere bekommen, DJ Düse. Der auch gehadert hat. Ja, gut. Ein DJ Robin. Ist auch zweimal da, ne? Ja, Robin war ja nicht. Robin war ja. War ja nicht im Bierkönig, der war DJ da. Und der war ja nicht so lange da, das kannst du ja nicht sagen. Der war ja nicht. Der war ja. Ich weiß gar nicht, war da ein Jahr, vielleicht gelegentlich da. Aber das kann man ja nicht rechnen. Wenn du eine Düse nimmst, der war 15 Jahre da in seinem Käfig drin. Das ist ja, sag ich mal, das ist auch so eine Geschichte, ne? Das ist der Einzige, der es wirklich verdient hat, sag ich mal. Der Düse, Gerhard, man muss sich mal vorstellen, 15 Jahre jede Nacht in diesem Loch, ich habe gesagt, Drogen, würde ich sagen, voll gequalmt und voll gesoffen. Und man kann, das geht gar nicht. Ich habe ihm damals schon, nachdem ich sieben, acht Jahre, schon gesagt, hör mit dem Scheiß auf, du gehst kaputt hier. Ne? Und da Hut ab von dem, was der geleistet hat.
Das kann man, wenn ich heute so sehe, die Kopfhahn sind Dreck, all die Weltmeister hier. Das sind Dreck, all Superstars. Ist das Oberbayern so eine Art Rückzugsort geworden für Künstler, die so mit den großen Läden unzufrieden sind? Also Markus Becker, DJ Düse. Ach ja, den Markus so. Kam ja nachher noch vom Megapark. Ja, der war da auch unzufrieden. Ne? Das ist halt, das empörte, glaube ich, diese Persönlichkeit, der Respekt so ein bisschen. Und der fühlt sich da wohl. Ne? Das ist halt ein kleiner Laden. Da kann man Party machen. Das ist so familiär. Und ja, personenbezogen so ein bisschen. Ne? Da geht man nah an den Leuten dran. Und das mag der sehr gerne. Ne? Mit welchem Künstler machten dir so die Arbeit am meisten Spaß, wo du dich auch schon vorher freust, dass du den mal wieder siehst? Fällt mir gerade natürlich ein, ich müsste mich jetzt alle bei 1000 Künstlern bedanken, in meiner Aktion, in meiner Situation, in der ich jetzt war. Fange ich an mit Lorenz Büffel, der hat mir da, wenn ich alle aufzählen müsste, Oli P., Tim Topé, Anna-Maria Zimmermann, die ist damals extra aus Biel, aus Gütersloh gekommen. Um dich zu besuchen im Krankenhaus? Oder was meinst du? Ja. Das waren, also da müssen mich jetzt begeben, auch bei Beke, bei allen möglichen Leuten, ne? Die hier mich besucht haben und sich auch bedankt haben, sag ich, die mir mich hier unterstützt haben, bedankt. Ich bin jetzt ein bisschen was auf. Ich habe einen Faden verloren. Nee, ist ja alles okay. Sie haben sich natürlich dafür bedankt, dass du sie auch über Jahre zuverlässig betreut hast. Und da kommen wir ja wieder auf... Oli B. ist natürlich, klar, freue ich mich immer, wenn er hier rüberkommt. Das ist, das ist ein super Typ. Der ist halt ein bisschen anders. Der ist so wie, der ist total nett und gibt sich richtig Mühe. Das ist ein Profi, ne? Der kommt, liefert ab und fährt wieder zurück. Dann würdest du nie in der Kneipe finden oder so. Ne? Gibt es da so Unterschiede zwischen der, sagen wir mal, alten und neuen Garde der Sänger hier? Also sind die Alten demütiger meinetwegen oder größenwahnsinniger als die neue Generation? Nein, das sind die Alten, da, das war ja früher so. Hier bist du ja früher nur reingekommen, wenn du schon berühmt warst, durch Fernsehen. Dann hast du überhaupt eine Chance. Ja, heute kommt, hier meint ja mittlerweile jeder, der singen zu müssen. Jeder, der drei Töne rauskriegt, der irgendwie ein gutes, ich könnte es paar Namen nennen, aber will ich gar nicht. Ich sage mal, es gibt Leute, die tanzen wie so eine Giraffe im Schweinetruch hier und die können sich überhaupt nicht präsentieren, haben ein gutes Lied und sind auf einmal oben. Ne? Können im Prinzip nichts. Und andere Leute, die wirklich gute Musiker sind und die richtig das Zeug dazu haben, die sind hier jahrelang, die brauchen 10, 15 Jahre, bevor sie mal eigentlich einen Song haben. Hm. Ne? Und das ist manchmal ungerecht. Ne? Leidest du so ein bisschen darunter, dass sich Bierkönig und Oberbayern getrennt haben? Oder kannst du die Bierkönig-Künstler immer noch betreuen? Oder ist das Nein, jetzt? Ich habe ja beides gemacht. Ich habe auch im Megapark habe ich einige. Ich bin ja rumgesprungen. Ich hatte 4, 5 Künstler am Abend immer. Und bin dann rumgesprungen. Manchmal überschneidet es sich und dann musste ich schon mal den einen oder anderen abgeben, weil das einfach nicht funktioniert. Und habe das gerne gemacht. Ich bin sehr gerne im Bierkönig. Das ist ja mein Zuhause gewesen, nachher Bierkönig in Oberbayern. Ne? Aber geht das jetzt noch? Darfst du noch Künstler im Megapark betreuen oder im Bierkönig oder sagen die, nee, du hast ja was mit dem Booking zu tun von Oberbayern? Das ist auch so eine Eigenart. Ich weiß nicht, ich habe da nie Probleme gehabt. Ne? Ich bin sehr, sehr nett und sehr herzlich empfangen worden, immer im Megapark. Immer kann ich nur sagen, Dankeschön und das Gleiche auch im Bierkönig. Ich habe Schlüssel von den Wohnungen, die haben alles. Und Oberbayern jetzt auch. Ich habe da nie, das hat auch nie, war nie ein Thema. Mhm. Ich habe das auch auseinanderhalten können. Das war für mich, ich habe mich um die Künstler gekümmert und wenn die untereinander Probleme haben, das ist für mich meine Geschichte. Ne? Du hast vorhin mal was Wichtiges erwähnt, nämlich du hast das Vertrauen gewonnen von Miguel Pascual und Javi aus dem Oberbayern. Wie schwer ist das oder wie viel Arbeit steckt darin, sich das Vertrauen von Mallorquinern zu erarbeiten, sodass sie auch bereit sind, dir den Haustürschlüssel zu geben? Ich habe 15 Jahre und Dankeschön nochmal, der hat mich ja jetzt schon zweimal eingeladen zum Essen, weiß ich schon, wir haben das super Finger. Wer meinst du, Miguel? Ja, super. Da muss gar nicht nur empfehlen, wenn einer mal einen guten Wein braucht oder Geschenkpakete, die machen so schöne Körbe, der hat ja einen super Verkaufsraum da oben.
Man muss dazu sagen, Miguel Pascual ist in seiner Nebentätigkeit zum Oberbayern auch noch Winzer und hat das größte zusammenhängende Weinbaugebiet auf Mallorca, und zwar an der Küste bei Calapi ungefähr. Ja, ganz toll gemacht, super schön alles da, top. Das kann ich, wir haben auch ein super Hotel da oben, da kann man auch schön Ferien machen da oben, ganz toll. Aber gut, wie schaffe ich es? Es ist schwer, ne? Ja. Das habe ich ja schon am Anfang meiner Karriere hier als Fahrlehrer gemerkt, dass mit Mallorquinern nicht zu spaßen ist. Mallorquiner sind schon so, im Prinzip wollen sie unser Geld haben, aber im Prinzip wollen sie mit uns nichts zu tun haben, so nach dem Motto. So hat, das war mein Eindruck. Mhm. Und aber das ist, ja, die sind, das ging über Jahre, ne? Über Jahre. Ich habe vom Bierkönig auch und immer, ich habe ja danach auch alles Mögliche gemacht, ne? Ich habe es auch der Bühne geputzt und alles. Und das, ich weiß nicht, das ist gewachsene Struktur, das ist gewachsenes Vertrauen, wenn du so willst. Mhm. Und das habe ich mir, ich sage, erkämpft, unbewusst eigentlich, weil ich halt von einer Generation stamme, die noch angepackt haben, weißt du? Also es ist auch gewiss eine Frage der Gewöhnung. Man sieht sich jeden Tag auf der Straße. Irgendwann grüßt man sich, irgendwann redet man miteinander und irgendwann sagt man, ey Micha, willst du nicht Booker vom Oberbayern werden? Ja, so, ich bin ja noch ein kleiner Lutscher da drin, aber naja. Du, es gibt Gerüchte, dass Xavi in 2 Jahren in den Ruhestand gehen möchte. Ach ja. Hast du es auch schon gehört? Nicht direkt so. Und da fragen sich... Ach, der Xavi, doch, Entschuldigung. Xavi, ja gut, das habe ich gehört, das weiß ich. Bei Miguel weiß man noch nicht genau, also da gibt es ja auch den einen oder anderen Prozess, aber... Nein, das machen die Mallorquiner schon alles unter sich, da braucht euch keine Gedanken zu machen. Na, also wird das Oberbayern, das ist meine Frage, über das Jahr 2026, 2027 weiter bestehen? Ich weiß nicht, wie die Verhältnisse da sind, ne? Der möge ja noch lange leben. Ne? Ich glaub nicht, dass er das dran gibt. Das ist ein Lebenswerk. Damit hat er angefangen. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass er das so, dass man sowas einfach abgeben kann. Auch wenn das einige am Nagen sind schon und gucken, fragen und machen und tun. Aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand. Ich glaube, das macht er so lange, bis er die Augen zumacht. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das abgibt. Ganz ehrlich. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob er dich vielleicht auch irgendwann mal anruft und sagt, du, Xavi geht jetzt in den Ruhestand, möchtest du nicht noch Geschäftsführer werden? Ich bin noch 10 Jahre älter als der Xavi. Also von daher, oder nicht ganz, so ist egal, aber, ach, weißt du, ich habe in meinem Leben nie großartig was geplant. Ah. Bei mir ist es, ich bin da so nach dem kölschen Motto, gut wird gut. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, für irgendwas, auch was ich hier gemacht habe oder jetzt mache. Das war nie mein Ziel. Ich habe es einfach aus Spaß und der Freude gemacht und habe es gerne gemacht. Und das ist das Ergebnis. Ohne dass ich jetzt Ziel schrieb, jetzt willst du hier den großen Max machen. Das ist überhaupt nicht. Ich bin lieber im Hintergrund, habe meine Ruhe. Das heißt, du wirst deine Fahrschule weiter betreiben? Ach, ich habe mal versucht, das Ganze zu verkaufen. Ne? Dann kommen hier so ein paar Wahnsinnige an und dann sagen sie, ja, wie hast du das denn gemacht? Ich sage, klar. Je mehr du da auf den Tisch legst, desto mehr erzähle ich dir. Ne? Ich meine, ich bin nicht der Intelligenteste, aber so ein bisschen doof bin ich auch nicht. Ne? Dass du da denen alles erzählst, wie es funktioniert, dann machen die ja halt selber. Ne? Lass sie mal selber mal ein bisschen Kohle auspacken. Also, wenn ihr mal zum Idioten testen müsst, weil ihr in Spanien euren Führerschein verloren habt, zum Beispiel, oder? Nee, andersrum. Ich mache das ja in Deutschland. Ne? Ich mache die MPU-Schichten in Deutschland. Das verwechseln die Leute immer. Hier gibt es ja keine MPU. Was passiert denn hier, wenn ich besoffen Auto fahre und man mir den Führerschein abnimmt? Und dann packen sie in die Tüte, da kommt das Datum drauf und dann wieder kriegst. Und wenn du Glück hast, kriegst du dann direkt wieder oder du musst einen kleinen Kurs machen. Das ist, hier gibt es keine MPU. Und dieser kleine Kurs ist was? Da hast du so, musst du noch mal einen Test machen, 24 Stunden. Da gibt es verschiedene Bereiche, also Alkohol, Drogen, Geschwindigkeitsübertretung, alles Mögliche, Gewalttaten, so verschiedene. Dann machst du dementsprechend deine Theorieprüfung. Hm. Und ja, aber das, was ich hier mache, ist, ich mache mal Vorbereitung für Deutschland mit einem Kollegen zusammen. Machen wir auch schon 25 Jahre.
Und das ist eigentlich das, was gut läuft. Ich muss sagen, dass ich meine Klienten, die ich hier habe, die Deutschen, viele Deutsche, die hierher kommen, du kannst mal sagen, ich habe 70%, die hatten einen Führerschein. 60-70%, die kommen aus Deutschland, fahren hier jahrelang illegal rum. Und dann kommen sie auf einmal auf die Idee, jetzt, ja, jetzt müssen wir ja tauschen und was machen wir jetzt? Und was heißt, die fahren hier jahrelang illegal rum? Ja, die fahren mit dem Führerschein, den sie nicht abgegeben haben, rum. Ach so, meinst du das? Okay. Ja. Und dann kriegen sie dann langsam, sagen wir, kalte Füße und dann kommen sie an. Ich habe so viel, ich könnte so viel Leute sagen, die hier rumgefahren sind, die Geschäfte haben und die bei mir einen Führerschein gemacht haben und wo keiner wusste, dass sie keinen hatten. Ne? Aber das ist ja, ne? Also nochmal zum Verständnis, wenn ich in Deutschland meinen Führerschein abgeben muss, kann ich mich bei dir vorbereiten, was die MPU verschiedene Wege. Das erstmal frage ich die Leute immer, was sie gemacht haben. Wenn sie rufen nämlich an, ja, jetzt habe ich eine Promille, hast du ja 3,6, da bist du nur Russe, sag, Russe oder Pole. Das ist meistens so, die anderen sind ja schon tot dann. Und okay. Ja, ist so. Ist ganz klar. Kannst du immer von ausgehen. Wenn einer sagt, ich habe 3,6 Promille, ich habe 2,8 oder was weiß ich, oder 3, immer Pole oder Russe. Das ist niemals ein Deutscher. Okay. Das ist einfach so. So, und dann sagst du immer 3. Und dann fängst du, dann hört man ja direkt einen Dialekt raus. Und dann, wie oft haben sie es gemacht, das ist wichtig. Dann müssen sie ja nachweisen, dass sie sauber sind. Manchmal ein Jahr. Und wenn sie so bis 2 Promille, brauchen sie eigentlich gar nichts. Dann müssen sie nur mal einen Bluttest machen. Wenn das nur einmalig ist. Ne? Das gibt's so. Man muss halt wissen, wie es funktioniert. Das ist, dann kommen die an, dann haben sie schon 10.000 Euro ausgegeben. Sind wir zweimal durchgefahren, dreimal durchgefahren, haben sie keine Lust mehr. Und dann sehe ich, guck ich mir das an, was haben die, siehst ja in den letzten 3 Seiten, was sie falsch gesagt haben. Ne? Und falsche Vorbereitungen. Das sind so Sachen, Geschichten, wenn man das direkt darauf hinführt, dann geht das auch. Funktioniert sehr gut. Also fällt ab und zu mal einer durch. Muss auch sein, sonst ist das schon zu offensichtlich. Dann ist das zu gut. Ne? Aber naja. Also, wenn ihr den Führerschein verloren habt, ruft mal bei Micha an. Seine Fahrschule heißt? Grand Prix, der große Preis, ja. Und ist kleines, zu finden kleines in der Schinkenstraße der Bartomeo Salva. Und ja, meldet euch einfach bei ihm. Allerdings lasst ihm noch ein bisschen Zeit. Der Mann ist ein bisschen gestresst, gerade durch Regeneration einer Operation. Und er wird auch öfter mal von Javi, dem Geschäftsführer vom Oberbayern, angerufen oder von Menschen, die von ihm gefahren werden wollen und Künstler sind. Ja, ja. Aber die nehmen so wirklich Rücksicht auf mich, die Künstler. Die ganzen Künstler, die im Bierkönig, die haben mich das erstmal quasi aufs Eis gelegt, die haben ganz klar, wir rufen dich erst dann wieder an, belästigen dich erst dann wieder, wenn du wieder fit bist. Und das ist auch sehr nett. Und also ich weiß gar nicht, das ist auch Melanie, ich weiß gar nicht, wie Melanie oder wie sie alle, ich habe alle sehr wahrscheinlich, ich habe zig Leute vergessen, die mich hier, die mir alles Gute gewünscht haben, die mir geholfen haben. Und das ist enorm. Micha, ich wünsche dir noch weiterhin eine gute Genesung. Es war schön, dir so gegenüber gesessen zu haben, während du die ganze Zeit konsequent auf dem Sofa gelegen hast. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich hier gelegen habe. Da war ich total entspannt und habe viel Blödsinn erzählt. Ich hoffe, dass ich da nicht dem einen oder anderen irgendwie was Falsches gesagt habe. Du hast überhaupt nichts Falsches gesagt. Nee. Nein. Ich danke dir ganz herzlich. Gut, dann wünsche ich alles Gute, ne? In dem Sinne. Entgegen den Gerüchten ist der heiße Micha also noch nicht kalt, sondern höchst lebendig. Und wir planen auch schon eine muntere Ausgabe, Ingo, für die nächste Woche. Einiges haben wir schon besprochen. Hörerpost, Hits von Hörern, von denen sich noch zeigen muss, ob sie Hitpotenzial haben. Und das Interview mit den Machern des Deutschen Ex. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag.